Herzlichen Dank, lieber Herr Maurer, dass Sie sich kurz Zeit nehmen für ein kurzes Interview hier im Rahmen des Swiss Capital Market Forums. Sie haben gerade die Keynote gehalten. Ja, was sind die Herausforderungen für die Schweizer Unternehmen derzeit? Ich glaube, das Hauptkriterium ist das Vertrauen. Kein Vertrauen verlieren, sondern gewinnen, weil die Geschäfte basieren auf einem Vertrauensverhältnis. Und hier sind wir eigentlich gut aufgestellt, aber es hat natürlich auch viele Störfaktoren. Man moralisiert immer mehr und man unterscheidet zwischen gut und schlecht. Man muss immer aufpassen, dass man nicht zu den Schlechten gehört, sondern bei den Guten bleibt. Ja, und die geopolitischen Krisen nehmen immer mehr zu. Sie waren lange Jahre der Vorsteher des Finanzdepartements hier in der Schweiz. Wie sind denn die Schweizer Unternehmen, vielleicht auch im Gegensatz zu den ausländischen oder europäischen Nachbarn, die Unternehmen aufgestellt? Sind sie krisensicher? Ich glaube, der Großteil ist krisensicher. Sie können auf einen guten gesetzlichen Rahmen vertrauen, der berechenbar bleibt. Da ist die Schweiz auch im großen internationalen Vergleich absolut spitze. Und die einzelnen Unternehmen profitieren auch von der Mentalität der Schweiz, der starken Währung. Sie sind gut aufgestellt, wenn sie bereit sind, sich rasch auf neue Ereignisse einzustellen und hier auch Kapital draus zu schlagen, indem sie immer bei den Ersten und bei den Besten sind. Ja, der Schweizer Franken insgesamt wertet die letzten Jahre immer weiter auf. Wird es zunehmend auch ein Problem für die Schweizer Unternehmen, was den Export angeht? Zweifellos. Aber das haben wir eigentlich verinnerlicht jetzt. Mit dem kämpfen wir seit Jahrzehnten, haben es immer gemeistert. Aber die Situation ist gerade jetzt wieder schwierig. Für sehr viele Unternehmen sehr schwierig zu meistern. Aber ich denke, man sollte das machen können. Wagen Sie auch eine Prognose, wie das weitergeht? Insbesondere mit dem Franken, wertet er weiter auf? Oder haben wir jetzt auch die Höhen gesehen? Ich gehe davon aus, dass er weiter aufwertet, einfach weil die Währungen rund um uns herum so schwach sind. Vielleicht ändert das etwas nach den Wahlen in Amerika, aber Europa mit dem Euro bleibt schwach und wird eher schwächer werden. Ja, ganz herzlichen Dank für die Aussichten. Dankeschön, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben. Herzlichen Dank.